Herzlich willkommen in der Backstube Las Palomas. Mein Name ist Horst Riffland und ich möchte heute gerne mit euch Dinkelbaguettes backen. Eine Herausforderung backtechnischer Art, weil wir wissen alle, Dinkel neigt zum Trockenbacken und all das, was wir so wissen, was ein bisschen komplizierter ist wie bei Weizen. Aber ich denke, wir bekommen das hin. Ich habe hier mal die Zutaten der Rezeptur aufgebaut. Was hier steht, ist ein Fünftel des normalen Grundrezeptes. Das machen wir heute. Ist eine schöne Größe hier, auch für die kleine Diosner Laborkneter. Und fangen wir mal beim Mehl an. Ich habe hier von der Lichtensteinmühle mein Dinkelmehl. Ist ein ich nenne es immer ehrliches Mehl, weil es ist nicht behandelt mit Ascorbin. Und auch von der Sorten her weiß ich, was da drin ist. Es sind echte Dinkelsorten ohne Weizeneinkreuzungen. Hier vorgewogen ein Fünftel des normalen Rezeptes. Dann habe ich hier einen Dinkelpolisch mit dem gleichen Mehl auf Basis 630er Dinkelmehl. Der Polisch habe ich, der wurde gestern schon gemacht, also ein Dinkelhefe-Vorteig, wenn man es auch so nennen möchte. Das ist TA 200 mit 1% Hefe, der in bekannter Manier angerührt wird. Wasser 40 Grad, Hefe auflösen, Dinkelmehl dazu, durchmischen, gut einmal durchrühren, in die Kühlung stellen und mindestens, 14, 16, 18 Stunden das stehen lassen. Und dann hat man hier einen schönen, sehr sämigen, toll entwickelten Vorteig. Wassermenge hier, das ist eingestellt auf eine TA von 179. Eventuell können wir noch ein bisschen Wasser nachschütten, aber ich müsste es mal hier belassen, weil Dinkel, wie gesagt, nimmt ja eher tendenziell weniger Wasser auf als Weizen. Beim Weizen arbeiten wir beim Baguette eher im Bereich TA 170, 175. Dann habe ich hier ein Dinkel-Extrudat. Das ist ein helles Extrudat, im Grunde genommen einfach ein Dinkelmehl, welches mit Wasser angerührt wird und über einen Extruder oder über Extruder-Technologie hergestellt wird, mit großem Druck rausgepresst wird, Funktion wie ein Quellmehl. Es macht uns die Teige stellig. Ich habe das bei gerade im Bereich Baguette und so weiter ganz gerne, weil das eine gewisse Ausbundsicherheit bringt. Und natürlich auch Frischhalteeffekte hat, weil wir ja hier die Stärke vorvergleistert haben. Deklaration im Endgebäck im Grunde genommen ist Dinkelmehl, weil unser Dinkelmehl, was wir hier einsetzen, ist ja nach dem Backprozess auch thermisch behandelt und nichts anderes ist das hier auch. Hier habe ich was Besonderes. Das ist ein sogenanntes Dinkel-Hochproteinmehl. Das ist super fein gemahlen, ganz schliffig, fühlt sich fast an schon wie Stärke. Da gibt es in Deutschland ganz wenige Mühlen, die sowas machen können. Ich habe das hier von der Walter Mühle aus Böhl-Ückelheim und ich nehme das auch. Oder ich sage so, ich ziehe das eigentlich im Gluten vor, weil Dinkelgluten ist fast nicht bezahlbar, kostet mittlerweile Kilo 15 Euro. Hier liege ich irgendwo zwischen 3 und 4 Euro bei solch einem Produkt. Und hergestellt wird das wie folgt. Da wird praktisch von der physikalischen Seite her mit einer speziellen Windsichtung die schweren Proteine aus dem Mehl speziell abgesiebt. Und dieser Auszug aus dem Mehl, also praktisch ein Auszugsmehl, beinhaltet dann überwiegend diese dichteren und schwereren Proteine. Die werden über Lufttechnologie ausgeblasen und dann hat man dieses Produkt. Das heißt, man nimmt aus dem Mehl die backstarken Eiweißfraktionen heraus, weil man weiß, die schweren Proteine sind auch die mit der besten Backfähigkeit. Also es ist eine Wirkung ähnlich wie bei Gluten, nur dass ich hier halt von einem Dinkelmehl reden, also auch wird nicht deklariert. Dann habe ich hier noch drin ein sogenanntes minimalistisches Backmittel, also Minimo. Das wird mit 0,5% zudosiert. Das ist ein auf Enzymtechnologie und Ascorbin basierendes Backmittel auf Basis von Dinkelmehl auch. Und dann habe ich hier Hefe, 0,5%. Das reicht uns, weil wir führen das ja über Nacht. Und hier habe ich noch meine Salzmenge, die ist eingestellt auf 2,2% auf Mehl.
Ich fange dann mal jetzt gleich mit dem Teig an. Ich mache immer gerne die Wassermenge, die ist ja vorgewogen. Das sind 880 Gramm. Mache ich hier in meine Maschine. Dann machen wir unseren Vorteig mit dazu. Vorteig ist immer wichtig, ohne Vorteig geht gar nichts. Dann unser Dinkelmehl. Dann unser Extrudat. Unser Hochproteinmehl. Unsere 0,5% minimalistisches Backmittel. 0,5% Hefe und 2,2% Salz. So, wir kneten etwa 14 Minuten auf Stufe 1. Am Ende des Knetprozesses kann man dann entscheiden, ob man nochmal, das kommt immer ein bisschen auf eure Dinkelmehlqualität an. Ihr könnt am Ende, wenn noch eine Minute schnell kneten, in der Regel braucht es das nicht. Also es reicht in 14 Minuten im ersten Gang. Das schauen wir uns jetzt an und werden dann nachher entscheiden, ob wir nochmal ein bisschen Schnellknetung brauchen. Aber ich glaube es nicht. So, unser Teig hat seine 14 Minuten erster Gang. Der sieht schön aus. Den kneten wir nicht mehr schnell. Dann nehme ich hier meine Teigwanne. Den So weiche Dinkelteige sind ja doch immer etwas klebrig. Das mache ich dann immer ganz gerne mit Wasser. Ja, der Teig ist schön. Zieht sich sehr schön. Er hat eine schöne Fluffigkeit. Zieht sich schön sauber auf. Hier, schön dünn, reißt nicht. Also ist wunderbar durchgeknetet. Ist eine überschaubare Teigmenge, aber den lege ich jetzt noch mal kurz zusammen. Spann unser Klebernetzwerk schön auf. So. Und hier darf er jetzt die nächsten 2 Stunden schön ruhen und dann geht es zur Aufarbeitung. Unsere Teigruhe ist jetzt beendet. Es sind knappe 2 Stunden. Wir haben hier drinnen eine Raumtemperatur von 26 Grad aktuell und der ist schön angetrieben. Ich messe gerade mal jetzt die Temperatur. Ja, wir liegen genau bei 26 Grad. Anfangstemperatur nach der Knetzeit war 24 und der ist jetzt in der Zeit halt, hat sich der Raumtemperatur angepasst. Ja, wir wiegen dann mal unsere Stücke für die Baguettes ab. Ja, fühlt sich sehr schön an, schön wollig, stabil. Wir machen jetzt 350 Gramm Stücke. Oh, das passt ja immer gut. Und ein kleines Baguette. So, nach dem Wiegen
fassen wir die, passieren wir den Teig, also gar nicht erst wirken, einfach nur so ein bisschen rechteckig zusammenlegen. So. Ein längliches Stück wie ein Brot. Und das lassen wir noch mal kurz entspannen. Also möglichst die Gasstruktur, die sich im Teig jetzt schon entwickelt hat, so ja, einfach dann auch beieinander lassen sozusagen. Also nicht die Luft rauspressen, sondern einfach nur ganz locker zusammenschlagen. Eine größere Anzahl Teiglinge hat, dann kann man die natürlich, wenn man mit dem Fassieren fertig ist, dann auch schon mit der Aufarbeitung beginnen. Zum Einstreuen nachher für die Tücher mache ich mir immer so ein Mischmehl. Das ist jetzt ein 630er Mehl und ein Dinkelextrudat. Das ist so halb und halb mischen. Und dann hat man so beim Extrudat nochmal so eine leichte Knackigkeit oder ein bisschen bessere Rösche nachher auf der Kruste später. Ich habe hier so kleine Kippdielen vorbereitet und da habe ich so Leinentuch, was ich mir da reinlege. Das wird noch ein bisschen mit unserer Dinkel-Mehlmischung bestreut, dass die nicht hängen. So, dann geht es ans Aufarbeiten. Beim Dinkel mache ich ganz gerne, anders wie bei Weizen, so ein bisschen so eine Art spitze Variante mit einem Bauch in der Mitte, dass wir so ein bisschen, ja, ich sag mal, Speck drauf haben, eine schöne, so ein bisschen fettere Krume. Also im Grunde genommen braucht man da gar nicht mehr viel zu machen. Einfach so diese Form. Dann hat man in der Mitte schöne Krume und an den Enden noch so ein bisschen was Knuspriges in der Spitze. Also einmal nur zusammenlegen, dann am Ende so leicht dünn spitz ausrollen. Ich lege die immer mit Schluss nach unten in die bemehlten Tücher. Und beim Umsetzen morgen nach der Kühlphase lassen wir auch die Seite, die jetzt oben ist, auch morgen oben. Dann haben wir da eine leichte Hautbildung drauf, dann können wir die schneiden, dann haben wir auch, wenn alles richtig gemacht wird, morgen auch einen schönen Ausbund. Also gar nicht viel bearbeiten, wie gesagt, möglichst viel Luft im Teig gleich drin lassen. Alles, was wir jetzt rausquetschen durch zu straffes Aufarbeiten, fehlt uns morgen an der Porung. Diese Tücher übrigens, das ist reines Leinentuch, das kriegt man auf ganzen Rollen. Ich kaufe das immer bei Backideen, heißt der gute Mensch. Und da kann man da große Rollen davon kaufen. Man könnte sich das hier noch so ein bisschen umnähen, dann hat man nicht so die Fäden. Und das ist eigentlich Backleinen. Und das hat den Vorteil, dass es auch schön die Feuchtigkeit reguliert im Teigling und dass die Teiglinge auch nicht hängen. Da sind sie nun, schön länglich aufgearbeitet. Ich mache das mal weg, dass man besser sieht. Die glatte Seite nach oben, Schluss nach unten. Und morgen werden die genauso, Schluss nach unten, abgesetzt auf den Abzieher, geschnitten und gebacken.
Die gehen jetzt in die Kühlung und die können für, ich sag mal, 15 bis 20, 24 Stunden in der Kühlung verweilen. Und mit dieser Vorgare, 2 Stunden Teigruhe, der Teig hat jetzt ja schon eine, ja, schon eine gute Gasbildung. Und dann kann man die eigentlich in der Regel fast aus der Kühlung raus direkt backen. Und wir stellen unseren Kühler hier ein auf so 4 Grad. Und das sollte reichen, dass wir morgen, also etwa in 16 Stunden, alles abbacken können. Unsere Dinkelbaguettes waren jetzt 18 Stunden in der Kühlung bei etwa 4 Grad. Und ich habe beide, einen habe ich schon vor gut einer Stunde hier rausgeholt aus der Kühlung und habe ihn hier nochmal akklimatisieren lassen. Und einen zweiten haben wir, der kommt gerade noch aus so der eher kalten Phase im Kühlschrank. Dass wir mal 2 verschiedene Systeme, also einmal direkt aus der Kühlung und einmal eine Stunde Akklimatisierung. Die sehen ganz gut aus, haben immer noch guten Teigstand, sind stabil. Also das Hochproteinmehl scheint zu wirken. Die 4% könnte man sich überlegen, ob man vielleicht sogar mit der Menge etwas zurückgeht. So, wir setzen dann um. Also die Teiglinge kann man schön von Hand so ein bisschen vorsichtig umsetzen. Sie sind jetzt nicht so stabil, wie jetzt das beim Weizen der Fall wäre, aber die fühlen sich gut an. Beim Schneiden, da kann man so vielleicht so als Anregung mal zeigen, stellt euch so einen rechteckigen Raum oben auf dem Baguette vor. Also ein Baguette sollte man nie so quer schneiden, so schräg quer, sondern immer in dieser kleinen Fläche versuchen, so 3-mal oder 4-mal längs zu schneiden. Ja, also das ist so eine ganz gute Vorgabe. Wichtig ist auch immer hier diese Verbindung, dass die ganz bleibt, dass das Baguette hier Spannung hält und dadurch besser raushebt und keinen breiten Fuß bekommt. So. Dann gehen wir jetzt in den Ofen. Der Ofen ist vorgeheizt. Der hat jetzt eine Unterhitze von 240 Grad, Oberhitze auch so knappe 250 Grad. Und wir gehen dann runter so auf 230 Grad. Die Backzeit müssen wir schauen, zwischen 25 und 30 Minuten. Unsere Dinkelbaguettes sind nun gebacken. Sie haben ein schönes Farbenspiel, das Volumen sehr schön, Ofentrieb sehr schön. Man sieht ausbundtechnisch eigentlich keinen Unterschied zwischen den akklimatisierten eine Stunde und den direkt aus der Kühlung. Also da würde ich sagen, das ist fast egal. Also wenn ihr mal so 16, 17, 18 Stunden in der Kühlung wart, dann kann man die tatsächlich aus der Kühlung raus umsetzen, schneiden, backen. Das funktioniert sehr gut. Den Abbau sieht man natürlich auch ganz toll. Wenn wir hier mal so ein bisschen da reinschauen, dann haben wir hier schön unsere Bläschen. Also man sieht den Eiweißabbau, Rösche sehr gut. Ja. Und für ein Dinkelbaguette würde ich mal sagen, ja, bin ich auf jeden Fall mal zufrieden. Und wir schneiden mal eins durch. Welches nehmen wir? Zweitschönste. Nehmen wir mal das hier.
So, Porong ist auch schön, schön speckig, schöne schwammige Krume. Hier habe ich vorhin auch schon eins aufgeschnitten, auch alle auf ähnlichem Niveau. Also das ist ein schönes Dinkelbaguette, was halt hier, das was ich gemeint habe, ein bisschen kurz und an der Ende nur spitz anrollen, das hat einfach eine schöne, gleichmäßige, speckige, feuchte Krume und man hat auch ein bisschen was von der Krume. Das finde ich so beim Dinkelbaguette eigentlich schöner, dass man nicht so ganz viel Wert auf die, ja ich sag mal, auf die Rösche und die Kruste legt, sondern mehr, dass man eine schöne feuchte Krume hat. Und also mir gefällt das sehr gut und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und vielen Dank fürs Zuschauen.